Verstorbenen eine Kerze entzünden. Die Angehörigen sind eingeladen, diese nach der Messe mit nach Hause zu nehmen. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des ewigen Lebens haben. Sünder zu berufen. Christus erbarme dich. Christus erbarme dich.
und Schuld und führe uns zu ewigem Leben. Amen. Thank you.
so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät, dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht, es wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm an die Erde, dann das volle Korn in der Erde. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündet er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das kleinste Samenkorn geht auf und wird größer als alle anderen Gewächse. Der Mensch liebt das Große, Imposante, Sensationelle. Das war immer schon so in der Geschichte des Menschen. Schon in der Antike gab es monumentale Bauten, die als Weltwunder in die Geschichte eingegangen sind. Es gab Feldherren, Könige, Kaiser und andere Persönlichkeiten, die bis heute nicht in Vergessenheit geraten sind. Besonders in den letzten 150 Jahren sind die Menschen immer wieder neue Superlative gelungen. Der Mensch kann ins Weltall fliegen. Es gibt jede Menge Satelliten, die uns das Leben erleichtern. Wir sind im Internet mit der ganzen Welt verbunden. Man kann, wenn nicht gerade eine Pandemie einen verhindert, überall hinreisen. Der technische Fortschritt kennt kein Ende. Und all das ist richtig und gut, denn der Mensch ist Abbild Gottes und deswegen ist er kreativ. Es entspricht dem Wesen des Menschen, dass er schafft, dass er forscht, dass er Neues herausfindet und fördert. Nicht so gut ist, wenn der Mensch bei aller Kreativität, die er hat, den Kreator schlechthin aus dem Sinn verliert. Und wer ist der Kreator, ohne den ihm da wäre? Eben Gott. Gott ist sich selber ganz bescheiden als Jahwe, als ich bin da bezeichnet. Denn Jesus Christus sich selber als Mensch offenbart. Und damit sind wir beim Wesen Gottes angelangt. Oder sagen wir mal so, an der bescheidenen Selbstbezeichnung Jahwe. An der Person Jesu können wir erkennen, wie dieser Gott, der Kreator, der Schöpfer schlechthin ist, sich offenbart. Zunächst mal ist er die ganze Welt und darum der Mensch, Offenbarung Gottes, weil alles von ihm nur kommt. Das Einzige, was keine Offenbarung Gottes ist, ist das Böse in der Welt, aber alles Geschaffene, Gute, Förderliche, Schöne, ist eine Offenbarung Gottes. Die Art, wie Gott sich als Person offenbart in der geschaffenen Welt, ist aber überhaupt nicht bombastisch, sondern bescheiden. Warum? Weil das Wesen Gottes Bescheidenheit ist, obwohl er der Urheber von allem ist. So hat er am Beginn der Geschichte mit den Menschen ausgerechnet das kleinste, unscheinbarste Volk, nämlich die Hebräer, ausgesucht und erwählt, sein auserwähltes Volk zu sein. Er hätte auch größere, bessere Völker nehmen können,
für sein Handeln an diesem Volk zum Glauben an ihn kommen. Im Neuen Testament geht Gott in der Person Jesu diesen Weg durch die Geschichte weiter. Er tritt nicht als Herrscher, nicht als Sieger im weltlichen Sinne auf, sondern er besiegt das Böse und den Tod in menschlicher Schwachheit und Hilflosigkeit. Und genau so hat er auch seine Kirche konstruiert, durch die er bei den Menschen bleiben will, bis zu seiner endgültigen, sichtbaren Wiederkunft. Sie hat nichts Heldenhaftes, Tolles an sich. Sie ist nicht attraktiv. Es gibt sogar jede Menge Sünde und Schuld und Fehler und Lüge in der Kirche, weil sie aus Menschen, aus Sündern besteht. Und doch hat Gott sich eben an sie gebunden und bleibt durch sie personal, sakramental in der Welt anwesend. Warum macht Gott das so? Warum bindet er sich an die jämmerliche Gestalt der Kirche und bleibt ausgerechnet für sie in der Welt anwesend? Paulus sagt dazu: Gott hat das Kleine und Schwache in der Welt erwählt, um das Große zu beschämen. Er offenbart sich bis zum letzten Tag der Welt in der Gestalt des Schwachen und des Elenden, damit der Mensch a. keine Angst vor ihm hat und zweitens Hoffnung bekommt. Denn der Gott des Lebens und der Zukunft, der Gott, der jeden Menschen für die Ewigkeit geschaffen hat, ist auch der Gott des Erbarmens. Durch Erbarmen rettet Gott die Welt und darum jeden Menschen, der gerettet werden will. Was kann der Mensch dazu beitragen? Diesem Gott glauben. Bitten wir ihn um das Geschenk des Glaubens für uns selber und für alle Menschen. Beten wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Sinn der Erde und an Jesus Christus, seinen Heiligen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen und erweitert. Persönlichen Anliegen und alle Menschen, mit denen wir verbunden sind.
Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bringen dir alle Verstorbenen und erbitten für sie das ewige Leben bei dir. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, du bleibst bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Der sein Lobpreis und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum reichlich unseren Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird.
Heiligen deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, deinem Apostel und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen mit deinem Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir, wie Jesus Christus uns beten wird. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, ja, allmächtiger Vater, von allem Bösen und dem Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr zu deinem Apostel und in deinem Frieden verlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Und mit deinem Geist.